herzlich willkommen zu einem Special-Video, das ich anlässlich eines sehr, sehr wichtigen Transits mache, nämlich dem Transit von Saturn in Konjunktion zum absteigenden Mondknoten im Steinbock. Wir haben in diesem Jahr dreimal eine Konjunktion von Saturn zum absteigenden Mondknoten. Und da dem absteigenden Mondknoten der aufsteigende Mondknoten gegenüberliegt, haben wir gleichzeitig dann auch immer eine Opposition, also einen Spannungsaspekt von Saturn zum aufsteigenden Mondknoten im Krebs. Kurz zusammengefasst, wirklich ganz kurz zusammengefasst, symbolisiert der absteigende Mondknoten die Themen, die wir hinter uns lassen sollten, wo wir Abstand nehmen sollten, wo wir loslassen sollten, während der gegenüberliegende aufsteigende Mondknoten anzeigt, woran wir uns orientieren sollten, unseren Nordstern sozusagen, ja, also etwas, was uns anzeigt, was uns weiterbringt, was uns in unsere Kraft bringt und was uns dazu verhilft, bestmöglichst unser Potenzial zu entfalten. Ein wesentliches Stichwort ist hier ganz kurz zusammengefasst, denn auch wenn viele Astrologen, so wie auch ich, zum absteigenden Mondknoten immer wieder sagen, das ist das, was wir hinter uns lassen sollen, wovon wir Abstand nehmen sollen, ist das halt nicht immer ganz so einfach. Und speziell in diesem Fall, wenn Saturn hier dreimal eine Konjunktion zum absteigenden Mondknoten im Steinbock bildet und auch Pluto sich hier sehr nah beim absteigenden Mondknoten im Steinbock befindet, ist das höchstwahrscheinlich für viele von uns nicht ganz so einfach, hier vollkommen Abstand zu nehmen und sich wirklich total auf den aufsteigenden Mondknoten im Krebs zu konzentrieren. Und stellt sich hier nicht nur die Frage, ob es uns leicht fällt oder schwer fällt, hier etwas loszulassen, etwas hinter uns zu lassen, es stellt sich hier auch die Frage, ob wir hier überhaupt etwas loslassen, hinter uns lassen sollten. Allzu oft passiert es uns selbst oder dass es uns von anderen gesagt wird, ach, lass doch endlich los. Ja, also meinetwegen eine schwierige Erfahrung aus unserer Kindheit, meinetwegen vielleicht wurden wir Opfer von sexuellem Missbrauch oder vielleicht haben wir eine schwierige Trennung hinter uns, vielleicht haben wir unseren Job verloren, den wir sehr geliebt haben. Also was auch immer uns hier aus unserer Vergangenheit immer wieder einholt oder wir es halt nicht loslassen können. Hier stellt sich halt die Frage, ob wir es denn überhaupt loslassen sollen, beziehungsweise ob wir es überhaupt schon loslassen können. Wenn wir etwas oder in einigen Fällen auch jemanden noch nicht loslassen können, dann hat es mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit auch einen wichtigen Grund. Und ich sage nicht, also dass meinetwegen, wenn man sich hat scheiden lassen oder wenn der Partner sich von einem getrennt hat oder wenn man seinen Job verloren hat, dass man hier krampfhaft versuchen sollte, den Job zurückzugewinnen oder den Partner zurückzugewinnen. Aber das, was einen selbst so beschäftigt, was einen selbst nicht loslässt, das kann man höchstwahrscheinlich nicht loslassen, weil man hier versucht, wesentliche Schritte zu überspringen. Im Steinbock, und Saturn ist der Herrscher des Steinbocks, steht hier dementsprechend ganz besonders stark im Steinbock, geht es darum, dass wir eben bestimmte Schritte nicht überspringen können. Also meinetwegen, wir wurden zum Beispiel Opfer eines Missbrauchs, ja, und
Wir sagen uns selbst oder alle anderen sagen uns, du musst vergeben, du musst loslassen, du musst das hinter dir lassen. Und wir können aber einfach noch nicht loslassen. Wir können das noch nicht hinter uns lassen. Dann haben wir mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit bestimmte Schritte noch nicht genommen, die halt sehr wesentlich sind auf dem Weg der Vergebung, auf dem Weg des Loslassens. Denn wir können hier nun mal bestimmte Schritte, wie gesagt, nicht überspringen. Wir müssen hier durch einen Heilungsprozess hindurchgehen. Und wir können halt nicht einfach so vergeben, wenn uns ein großes Unrecht geschehen ist oder wenn wir halt irgendwas sehr Schlimmes, für uns persönlich sehr Schmerzhaftes erlebt haben, dann können wir das in der Regel nicht so einfach hinter uns lassen. Wie gesagt, wir müssen hier halt Schritt für Schritt vorgehen und wir müssen hier dann auch durch ein Heilungsprozess hindurchgehen, um überhaupt in der Lage zu sein, das jeweilige Thema loszulassen, hinter uns zu lassen, um vergeben zu können. Beziehungsweise das Loslassen ist eine logische Konsequenz, ist sozusagen das Resultat des Heilungsprozesses, den wir durchlaufen, ebenso wie Vergebung. Eine logische Konsequenz eines Heilungsprozesses ist. Wie immer ist es natürlich so, dass von diesem Transit ganz speziell diejenigen von uns berührt werden, die halt auch persönlich berührt werden, also sprich, die hier persönliche Horoskopfaktoren im Steinbock, im Krebs oder aber auch im Widder oder in der Waage haben und dementsprechend hier in der Spannung von diesem Aspekt aspektiert werden. Ja? Aber ich denke, auch viele andere von uns, ganz speziell auch die Sensitiven unter uns, die Empathen unter uns, werden in diesen Zeiten spüren, dass hier eine große Schwere mit diesem Transit einhergeht. Wir haben hier den ersten exakten Übergang am 30.04.2019. Den zweiten exakten Übergang haben wir am 4.07.2019. Und den dritten exakten Übergang haben wir am 28.09.2019. Die Betonung liegt hier auf exakt. Denn die Themen dieses Transits werden uns mehr oder weniger halt das ganze Jahr 2019 hindurch begleiten, aber an den genannten Tagen oder um die genannten Tage herum, plus minus jeweils ein, zwei Wochen, werden die Themen halt besonders intensiv auf uns Einfluss nehmen. Wie gesagt, natürlich ganz speziell auf diejenigen von uns, die hier persönliche Horoskopfaktoren im Widder, in der Waage, im Steinbock oder im Krebs haben. Und aber auch auf alle anderen, die halt mit derartigen Menschen, die halt persönlich von diesem Transit betroffen sind, zum Beispiel verheiratet sind, deren Kinder das sind, deren Eltern das sind, ja, deren Chefs das sind. Also sprich, wir sind hier alle auf die eine Art oder die andere Art von diesem Transit betroffen. Denn keiner von uns lebt ja in einem Vakuum. Also selbst wenn wir hier nicht ganz direkt betroffen sind, weil sich das Ganze vielleicht auf unserer Sonne im Krebs oder im Steinbock abspielt oder auf unserer Venus im Krebs abspielt, sind wir vielleicht mit jemandem verheiratet, der hier ganz direkt betroffen ist oder unser Kind ist ganz direkt betroffen oder unsere Eltern sind ganz direkt betroffen. Ja, also von daher werden viele von uns von diesem Transit berührt werden.
Hier geht es sehr viel um Schuld und Unschuld oder besser gesagt Schuld oder Unschuld. Hier geht es um den schwarzen Peter, den wir uns hier eventuell gegenseitig zuschieben wollen. Und einige von uns, speziell diejenigen von uns, die halt von Kindheit an darauf konditioniert wurden, sich immer schuldig zu fühlen, also sprich, die zum Beispiel Missbrauch erlebt haben und das Merkmal von Missbrauchstätern ist nun mal, dass die Schuld auf das Opfer abwälzen und dementsprechend das Opfer sich schuldig fühlt für etwas, was ihm oder ihr angetan wurde. Ja? Hier geht es um Sündenbock-Themen, hier geht es um Verpflichtung, eine tatsächliche Verpflichtung, also eine angebrachte Verpflichtung, wo man sich zu etwas verpflichtet fühlt. Also zum Beispiel, da es sich hier um die Familienachse Krebs-Steinbock handelt, könnte eine Mutter oder ein Vater sich logischerweise der eigenen Familie gegenüber verpflichtet fühlen. Hier geht es aber auch oft um eine unangebrachte Form von Verpflichtung, also wo wir uns übermäßig verpflichtet fühlen. Ja? Und wie ich eingangs schon sagte, geht es mit dem absteigenden Mondknoten sehr oft darum, etwas loszulassen, etwas hinter uns zu lassen. Ja? Andererseits, dadurch, dass hier Saturn und Pluto sich am absteigenden Mondknoten befinden, werden viele von uns, speziell, wie gesagt, diejenigen von uns, die persönlich von diesem Transit berührt werden, durch etwas oder eventuell auch durch jemanden hier zurückgehalten loszulassen. Ja, also zum Beispiel durch eine bestimmte Verpflichtung, die man hat, sei es eine Verpflichtung seiner Familie gegenüber, sei es eine berufliche Verpflichtung, sei es eine finanzielle Verpflichtung oder aber auch, wo man sich vielleicht emotional verpflichtet und verantwortlich fühlt. Hier ist es also äußerst wichtig, wirklich abzuwägen in diesem Jahr, wo wir wirklich für etwas verantwortlich sind und wo wir vielleicht uns eine bestimmte Verantwortung von anderen aufdrücken lassen, uns hier in die Verantwortung ziehen lassen, obwohl wir halt nicht dafür verantwortlich sind, obwohl eventuell sogar speziell diese Person, die uns die Verantwortung aufdrücken will, die uns hier belasten will, die uns hier ein Schuldgefühl einreden will, selbst der oder die Verantwortliche ist. Denn wie gesagt, Missbrauchstäter im Großen wie im Kleinen. Also es muss sich ja nicht immer um einen solch gravierenden Missbrauch wie eine direkte Straftat handeln, sondern auch in eher alltäglicheren Situationen. Also Menschen, die andere manipulieren wollen, die andere emotional unterdrücken, erpressen wollen, arbeiten natürlich immer sehr viel mit Schuld, mit Scham, mit Verantwortung und dementsprechend ist es ganz besonders wichtig in diesem Jahr, dass wir hier wirklich unsere Verantwortlichkeiten klären. Also sprich, dass wir uns wirklich auf tiefster Ebene bewusst machen, wofür wir tatsächlich verantwortlich sind, wofür andere verantwortlich sind oder wo es sich hier um ein Schwarzer-Peter-Spiel handelt. Also sprich, der eine immer versucht, die Verantwortung dem anderen rüberzuschieben, der andere versucht, sie wieder einem selbst rüberzuschieben, also sprich, wo es sich hier um ein Hin und Her
des schwarzen Peters sozusagen handelt oder auch der Sündenbock-Themen, die in dem Zusammenhang eine große Rolle spielen, ja, wo man hier gegenseitig die Schuld aufeinander abwälzen will, ja. Und wir sollten uns natürlich nicht nur bewusst machen, wo andere uns eventuell zu Unrecht eine bestimmte Last aufladen wollen, eine bestimmte Verantwortung übergeben wollen, uns ja ein Schamgefühl, ein Schuldgefühl aufdrücken wollen, sondern wir sollten natürlich auch uns äußerst bewusst darüber sein, wo wir selbiges eventuell mit anderen tun. Und das ist oft leichter gesagt als getan, denn unter dieser Konstellation geht es um so tief liegende Muster, Strukturen, Konditionierung, dass wir halt eventuell uns dessen gar nicht wirklich oder zumindest nicht im vollen Umfang bewusst sind, inwieweit wir vielleicht manchmal versuchen, anderen ein Schuldgefühl, ein Schamgefühl zu vermitteln. Ja? Nichtsdestotrotz, genau dafür ist die Astrologie ja da, zur Bewusstwerdung, sollten wir uns in diesem Jahr halt wirklich versuchen, uns darüber bewusst zu werden, wo wir uns in derartigen Dynamiken befinden, wo wir uns in Täter-Opfer-Dynamiken befinden, in Schuld und Unschuld oder in diesen Sündenbock-Schwarze-Peter-Spielen verstricken. Ja? Und die beste Medizin und höchstwahrscheinlich auch die einzigste Medizin gegen Schuldgefühle ist halt ein Klären der Verantwortlichkeiten. Also wenn wir hier die Verantwortlichkeiten klären, dann fühlen wir uns auch nicht schuldig. In manchen Situationen kann ein Schuldgefühl natürlich durchaus angebracht und sogar heilsam sein. Also meinetwegen, wenn ich etwas klaue in einem Geschäft oder vielleicht sogar meinen besten Freund beklaue, dann ist natürlich ein Schuldgefühl angebracht und kann unter Umständen, wenn man sich dem stellt, wenn man sich mit diesem Schuldgefühl auseinandersetzt, wenn man das innerhalb von sich selbst konfrontiert, kann es sogar heilsam sein, ja. Aber sehr viel öfter ist ein Schuldgefühl eher destruktiv und eher hinderlich, blockierend, niederdrückend, worum es unter dieser Konstellation auch geht und dementsprechend nicht heilsam, sondern umgekehrt sogar eher krankmachend, ja. Und da geht es dann halt viel mehr darum, hier Verantwortlichkeiten zu klären, anstatt sich schuldig zu fühlen, dementsprechend dann Verantwortung zu übernehmen für das, was man eventuell getan hat, oder aber auch Verantwortung zu delegieren, falls jemand anderes hier einem zu Unrecht ein Schuldgefühl einreden will. Ja? Und dadurch, dass Saturn hier dann an den genannten Daten auch jeweils eine Opposition zum aufsteigenden Mondknoten im Krebs bildet, geht es für uns in diesen Zeiten halt auch darum, uns wirklich auch stark an den Themen des aufsteigenden Mondknotens im Krebs zu orientieren. Also sprich, sehr fürsorglich mit uns selbst umzugehen, mütterlich mit uns selbst umzugehen. Und auch hier ist natürlich von größter Wichtigkeit, was wir über Fürsorge gelernt haben, was wir hier verinnerlicht haben, wie wir hier konditioniert wurden, was wir hier über Mutterschaft verinnerlicht haben. Denn wir können uns letztlich
nur eine so gute Mutter sein oder wir können auch für andere nur eine so gute Mutter sein, wie wir selbst bemuttert wurden. Es sei denn natürlich, wir setzen uns ganz direkt mit den jeweiligen Themen hier auseinander und haben dann im Laufe der Zeit gelernt, wie wir uns auf eine gesunde Art bemuttern können. Also so, dass wir uns weder übermäßig verhätscheln, noch dass wir uns halt unterernähren sozusagen. Und hier geht es natürlich nicht nur um die physische Nahrung im Krebs, hier geht es um das Nähren und genährt werden allgemein, also emotional nähren. Man kann andere, wie ich euch jetzt zum Beispiel durch meine Aufmerksamkeit und durch Wissen, durch Informationsvermittlung nähren. Ja, man kann durch gutes Zuhören nähren. Ja, also man kann durch liebevolle Gesten, durch liebevolle Blicke nähren, durch ein freundliches Lächeln. Also hier geht es um das Nähren und das Genährtwerden im Krebs. Im Krebs geht es darum, uns wirklich auf tiefster Ebene mit unseren Gefühlen auseinanderzusetzen. Und zwar mit allen Gefühlen und dementsprechend zum Beispiel auch mit Schuldgefühlen, mit Schamgefühlen, also sprich auch mit den oft sehr stiefmütterlich behandelten und manchmal sogar misshandelten, vernachlässigten Gefühlen, die halt viele von uns oft nicht so gerne haben. Ja, und hier ist es dann besonders wichtig, auch diesen Gefühlen gegenüber mütterlich zu sein, diese Gefühle anzunehmen, sie halt nicht von sich abzutrennen, sie nicht sündenbockmäßig, Schwarze-Peter-mäßig sich gegenseitig in die Schuhe zu schieben, also sprich, du bist jetzt schuld, dass ich mich so und so fühle oder derartiges, ja, sondern wirklich in dem Zusammenhang auch Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen und aber natürlich auch hier zu schauen, wo man sich in dem Zusammenhang, was auch mit Verantwortung zusammenhängt, eventuell auch aus bestimmten Situationen, Beziehungen, Umständen lösen sollte, wenn die einem halt wiederholt negative Gefühle geben. Liebe Leute, es gibt noch so viel mehr zu sagen zu diesem Thema. Ich werde natürlich im Laufe des Jahres, da dieser Transit, wie gesagt, hier dreimal in diesem Jahr exakt sein wird, dann zwischendurch in meinen Videos oder auch in meinen Texten immer wieder auf die jeweiligen Themen eingehen. Und ihr könnt euch natürlich wie immer auch sehr gerne persönlich von mir beraten lassen. Ich führe Beratungen via Skype oder auch telefonische Beratungen durch. Ich erstelle Aufnahmen zu euren Geburtshoroskopen, zu Partnerschaftshoroskopen, zu Kinderhoroskopen, zu eurer persönlichen Zeitqualität. Ich arbeite intensiv auch mit Tarot und mit der Numerologie. Ihr könnt euch gerne auf meiner Website umschauen und euch über meine Angebote informieren. Ihr könnt gerne auch immer mal wieder auf meinem Blog vorbeischauen oder mich zum Beispiel auf Pinterest adden. Dann seht ihr dort auf eurer Startseite automatisch, wenn ich was gepostet habe. Und wie immer freue ich mich auch sehr über eure Spenden für meinen YouTube-Kanal, die es mir auch ermöglichen, hier öfter Videos zu machen. Und bedanke mich in diesem Sinne auch ganz herzlich bei denjenigen von euch, die halt gespendet haben. Also, einen heilsamen Transit hoffe ich von Saturn zum absteigenden Mondknoten im Steinbock. Bis bald, ciao.